Hallöchen, hallo, willkommen bei einer weiteren Newcomer TV-Sendung. Wir führen euch zurück zur siebten Newcomer TV-Nacht in die Portstraße Jugend und Kultur im Oktober. Ein wunderschöner Herbsttag war das und es haben insgesamt vier Bands gespielt. Eine habt ihr schon gesehen in der letzten Folge und jetzt kommen wir zu zwei weiteren Bands und zwar den unglaublichen Frank Albersmann und seiner Band. Er ist ein Singer-Songwriter aus Frankfurt und ich habe ihn beim Poetry Slam oder war es der Song Slam? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bei der Sommerwerft habe ich ihn kennengelernt und er hat mich so bezaubert mit seinen tollen Texten und mit seiner tollen Musik. Und deswegen jetzt hier für euch der unglaubliche Frank Albersmann mit seiner Band. Viel Spaß. Pflastersteinen unsere Schritte widerhallen, wenn die kalten Häuserwände uns am anderen Straßenende her mit Echos beschallen, die auf unsere Ohren prallen, und wenn das schummrig gelbe Licht der letzten Gaslaternen in meine Augen einbricht und ich wieder mal verlerne, halbwegs anständig zu lügen, mich nicht kopflos zu verlieren, dann seh ich dich dort drüben und deine trüben Augen, sie kennen mich an und werfen dann dieses Karussell an und alles dreht sich im Kreis. Versuche ich benommen, in den Traum zurückzukommen, der sich mir immer mehr entzieht. Und wie scheu es wild entflieht, wenn's vom Jäger angeschossen noch sein Blut verliert, das überall vergossen und hinterlassen wird. Und ich folge diesen Spuren und zerschlage alle Uhren dieser Welt. Wie ist das denn überhaupt? Also du bist sozusagen alleine mit Band und alleine unterwegs. Hast du eine Booking-Agentur oder musst du das auch noch machen? Oder macht das deine Freundin, sitzt am Telefon und checkt dich durch die Lande? Wie funktioniert das bei dir? Das wäre klasse, wenn sie das machen will. Ich mache das tatsächlich alleine. Also ich habe mir über die Jahre so ein bisschen Netzwerk aufgebaut. Habe auch viel im Poetry Slam-Milieu
mich bewegt, ohne selbst Poetry Slammer zu sein, sondern ich habe nur immer Musik gemacht. Ja. Dadurch viele Veranstalter und viele Veranstaltungsorte kennengelernt und ja, irgendwann kennt man halt Leute und die kennen wiederum Leute und dann verselbstständigt sich das im Optimalfall. Ja. Gibt es eine Tour irgendwie demnächst? Also ich meine, Corona, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ja fast vorbei für einige Leute und so. Wie sieht das überhaupt für euch aus? Also bist du immer noch in den Zwängen und weißt noch nicht genau, wie die Live-Zukunft von dir und deiner Band aussehen wird? Oder hast du irgendwelche Perspektiven? Also wir haben ganz, ganz viele Ideen, wo wir gerne spielen würden. Aber leider ist noch nicht irgendwas in trockenen Tüchern. Ich habe 2 Sachen in Offenbach in den nächsten Monaten, das sind aber eher kleinere Sachen, wo ich noch nicht weiß, ob ich die Band mitnehmen kann. Waggon oder wo? Da nicht, oh, da muss ich mal den Thorsten fragen. Geiler Ort, ja, mega, super Ort mega. Oder im Hafen oder wo spielt ihr? Nee, wir spielen in der Galerie genau am Ort, da spiele ich am 19. November, genau, das ist eine kleine Kunstgalerie mit Luga zusammen, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, Luga ist super, perfekt. Absolut, ja. Anarchist. Total. Auf jeden Fall. Und dann am 11.12. meine ich, spiele ich im Atelier 57 Nord, auch in Offenbach, mit Katrin Kempf. Das ist eine sehr großartige Singer-Songwriterin, die zurzeit in Leipzig unterwegs ist vor allem. Alles klar? Bei euch da oben auch alles klar? Cool. Ich versuch's. Okay, der nächste Song heißt Wieder und Wieder. Nicht genug von dieser einen Köstlichkeit, die man im Allgemeinen kennt und banal auch Liebe nennt, sich meist jedoch nicht leicht greifbar zeigt. Und Frankfurt liegt nun hinter mir und eine leere Flasche Bier offenbart des Zuges Sauberkeit. Der Schaffner tritt groß den alten Schein, der den Passagier von ihm befreit. Und wieder, oh ja, wieder tue ich mir das an, sitze wieder in der Bahn, muss ewig weiterfahren und freunde mich mit meinem Schicksal an. Mit dem Auto weg von dir und im Osten lenkt der Vollmondschein. Kill mich und so lass mich ab, gibt er mir noch fast ein Grab und wirft mich in die schwarze Nacht hinein. Und Scheinwerfer blenden meinen Blick, ich hab wieder im Genick ein Arschloch, das es so eilig hat. Ruhe zu zerstören und vorbei, das ich ihn gerne, weil er gleich einen tollen Blitz entfacht. Und wieder, oh ja, wieder tu ich mir das an, fahr wieder Autobahn, muss ewig weiterfahren, komm niemals irgendwo an, wenn immer weiterfahre, freunde mich mit meinem Schicksal an. Niemals hin zu dir. Und daheim lege ich mich müde hin. Und weil ich wieder mal hier bin, rufe ich dich gleich nochmal kurz an. Allein schlafe ich noch schon ein, träume von dem Vollmondschein und würde einfach viel zu gern.
wieder zurück zu dir fahren. Du bist ja auch als Künstler unterwegs. Bist du teuer? Kann man dich für günstig Geld mieten oder ist es immer eine zähe Verhandlung, also dich zu bekommen? Also ich habe tatsächlich für meine Gesangsstunden einen festen Preiskatalog. Also ich habe leichte Ermäßigungen für Studenten und Schüler, wie man das halt so macht. Also ich bin nicht ganz billig, auch wenn man anderes hören mag von meiner Band. Okay. Das sind andere Metiers, wo ich billiger bin. Ich rede mich im Kopf. Nein, das ist alles gut. Das ist alles gut. Also wir hören dir gerne zu. Und Auftritte, ja, was Auftritte angeht, wenn es darum geht, Kunst zu machen, kommt es natürlich auch immer sehr auf die Umgebung an und was ist der Anlass, wie viel Geld oder was für ein Zweck steckt dahinter. Und da lasse ich gerne mit mir reden. Tiefsten Spätherbst und das Problem bei dem nächsten Song ist, dass er nur ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster hat, in dem er an sich perfekt passt und dieses Zeitfenster ist Ende August und somit schon vorbei und deswegen heißt dieser Song Der Sommer ist bald vorbei. Laurin, du hast die Ehre. Ich red sonst viel zu viel und das wär wohl ungesund. Ich gieß noch schnell die Pflanzen und mach den ganzen Tag an nichts. Vielleicht bin ich ja faul, doch die Ruhe ist mir Pflicht. Die Sonne zieht nach rechts und ich spiele hier immer nur Schere, Stein, Papier mit mir selbst. Die Tage sind noch lang und die Sonne blendet mich. Und ja, ich bin frei. Mein Leben liegt vor mir und mein Glas ist noch was voll. Ein tolles Konzert liegt hinter uns.
Frank Albersmann mit seiner Band. Ich hoffe, ihr geht auf seine Seite internetmäßig und liked ihn oder ihr guckt mal, wo er demnächst unterwegs sein wird, weil trotz Corona finden ja noch das ein oder andere Konzert statt und Support brauchen die Bands und die Musiker und Musikerinnen. Jetzt kommen wir zu einem Urgestein sozusagen der Frankfurter Szene. Jemand, den ich schon, ich weiß nicht, 1980 irgendwie hat er schon rumgemacht in diversen Punkbands, hat die ganzen Bühnen hier in Hessen und deutschlandweit gerockt, ist dann ein bisschen älter geworden, wie wir ja alle. Ja? Also das heißt, der Zahn der Zeit nagt an uns allen, aber bei ihm sieht man das nicht. Also er ist nach wie vor ein unglaublich agiler Typ, ein fantastischer Gitarrist, ist in Sachen Trash-Pop mit deutschen Texten unterwegs und wird euch hier bezaubern. Ein Riesenapplaus von euch für Jason Fretz. Richtig gehört. Du sprichst von Auseinandergehen, dass wir uns nicht mehr verstehen oder nicht durchs Leben zu gehen. Wer soll dich jetzt bitte retten? Lass uns reden, lass uns chatten, kannst du meine Tränen beziehen? Du und ich beschreie ich, es kann nicht sein, ich liebe dich, ich hasse dich, du grausames Wesen. Gestern noch geflogen, heute zieht sich weg der Boden und ich lieg besoffen und an den Tresen. Eigen über Liebe und Hass. Der Rest dazwischen macht doch am meisten Spaß. Der Reigen, der aufs Neue beginnt. Der Rest dazwischen war noch das beste Loch darin. Die Sandkörner im Wind. Wie ein hilfloses Kind, wie ein Kabeltier auf allen Vieren. Doch wir stehen wieder auf und erlernen den Lauf, denn es gibt keine Zeit zu verlieren. Irgendwo, irgendwann springt die Flamme neu an und sie trägt dich bis auf Wolke 7. Alles dreht sich im Kreis und hört auf, wie man weiß, mit dem gleichen psychotischen Spiel. Spaß. Ein Reigen, der sich oft wiederholt. Aus den besten Freunden werden Feinde bis zum Tod. Ich kenne dich als jemand, der Bands gegründet hat, der 3 O'Clock Heroes war eine sehr bekannte Band. Dann gab es noch eine Band davor, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, genau an den Namen meine ich. Du hast wahrscheinlich The B-Call, das war das Vorläuferding, das war so ein bisschen in diese autonome Hausbesetzerschiene. Mit der Suse auch? Nein, nach B-Call kam dann mit der Suse, mit die Suse von den Slacks hat da damals noch gesungen, also Haupt, als Frontfrau. Bei Infected Virgins, ja, da bin ich eingestiegen, genau. Genau. Hast du da nicht auch mal Schlagzeug ausgeholfen? Bei 2 Gigs. Ich kann mich dunkel erinnern. Irgendwie, genau. Und wie gesagt, dann zogen die Jahre ins Land. Du warst in verschiedenen, auch irgendwelchen AC/DC-Tribute-Bands. Ja, als das Alter dann zusätzlich dazu kam, da kommt ja auch oft die Sache, viele Musiker kommen dann vor die Entscheidung, höre ich ganz auf. Oder bei mir war es natürlich dann so, also ich mache nie Coverbands, dann kam AC/DC als Tribute-Bands, habe ich immer ausgeholfen und das hat mir eigentlich ziemlich Spaß gemacht, weil ich da nicht in der ersten Reihe stehe, als Malcolm Young in der zweiten Reihe
Und seit 2015 mache ich diesen Job bei Hole Full of Love, eine fantastische Tribute-Band, und das mache ich sehr gerne. Viele. Uns am besten retten, Bomben in den Innenstädten, Terror, Panik, rechte Geister, wir sind die Exportweltmeister. Und Medizin, Medizin, Rot und Spiele, digital und viel, digital und viel. Der Dichter und der Denker. Worum geht es in deinem Album textlich? Was erzählst du für Geschichten? Naja, ich erzähle alles, was mir im Kopf rumgeht. Also es geht um Liebe, es geht um Revolution. Es ist immer so, ja, was mich halt beschäftigt. Ne? Es gibt wichtige Texte. Also ich versuche nicht irgendwie einen Blabla-Text hinzukriegen. Für mich ist auch wichtig, dass Text und Musik eine Einheit ist. Und ob das jetzt ein Beziehungstext ist oder ob das jetzt um... die untersten der Gesellschaft geht, die Flaschen sammeln gehen. Ich versuche das so auszudrücken, dass es jeder versteht, dass es weder schwulstig oder auf der anderen Seite aber auch nicht aggressiv und agitativ klingt. Über Berge und Meere, durch den blutigen Schnee, unter Geiern und Schlangen, werden wir widerstehen, aneinander gebunden, auf Verderb und geteilt. Wir im goldenen Käfig, es ist noch Platz für uns zwei. Schenk mir deine Seele aus Glas, fein und zerbrechlich. Wenn sie zerbricht, dann weißt du, das war's. Gegen alle Dämonen und das Fest in den Wahn. Durch Geschichten und Lügen werden wir uns verfahren. Es war nur 67.
soll ich sagen? Also, er ist einfach ein Urgestein, der gute Jason, mit seiner Band und immer aktuell am Zahn der Zeit mit seiner fantastischen Musik. Ich hoffe, es hat euch genauso an den Bildschirmen gefallen wie mir. Ich bin auf jeden Fall sehr heiß auf sein aktuelles Album und werde es mir gleich zu Hause nochmal anhören. Vielen Dank, dass ihr diese wunderbare Sendung, hoffe ich, wunderbare Sendung geschaut habt, dass ihr Zeit hattet für Frank Albersmann und seine Band und eben Jason Fritz. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, arrivederci, das war euer Seppel am Mikrofon und der wunderbare Jochen an der Kamera. Ciao.